Herzlich willkommen. Wir haben jetzt welchen Anhang, Steffen, zur 100. Folge? Den meine Hände zählen 8. Wir nehmen auch alle Intros gerade der Anhänge nacheinander auf. Deswegen gut durchziehen. Okay, den 8. Anhang. Hier sind immer noch wer? Steffen und Luis. Wir haben ein Jahr Pause von vor 100, liegen auf unserer Insel und trinken Cocktails. Wir haben im Voraus vorm 11.11. den Aufwand betrieben, alle 100 Folgen, die den Ersten Weltkrieg in Echtzeit nacherzählen. Zu hören. Das sind über 3 Tage. Wir haben uns dann den Podcast in Staffeln aufgeteilt und machen was für jede Staffel, Steffen? Ein Best-of. Jeder hat eine Staffel abbekommen und macht ein Best-of drauf. Diesmal warst du wieder dran und hast das Best-of von 1918 zusammengestellt, und zwar Frühjahr. Genau. Und die Frühjahrsstaffel 1918 begann mit der Folge Götterdämmerung am 10.02.1918 mit der Nummer 80 und endete mit der Nummer 90. 10 vor 100 am 30.06.2018. Man erkennt doch hier den Trend, dass wir mit der 100. Folge zum 11.11. aufhören wollen. So, und bevor wir zum Best-of kommen, würden wir, da ich diese Staffel aber betreue, würden wir beide so nochmal kurz erzählen, worum es in der Staffel ging, damit das Best-of danach zugänglicher, leicht verdaulicher wird. Wir berichten über den Frieden von Brest-Litowsk, wo halt das Deutsche Reich mit dem Russischen Reich, also unter der Führung von Trotzki, in einer kleinen Stadt im heutigen Weißrussland, da war ich jetzt auch vor kurzem, bin ich mit dem Zug durchgefahren, bin da ausgestiegen, verhandelt haben und einen Frieden geschlossen haben, der einen Frieden der klassischen imperialistischen Machtpolitik ist. Das bedeutet, die Deutschen haben ihre Einflusssphäre massiv ausgeweitet und Reparationen verlangt von den Russen als Sieger und haben nochmal auf den, der am Boden liegt, nochmal nachgetreten. Etwas, was später auch mit ihnen selber passieren wird. Und dann finden die es auch nicht mehr so lustig. Ja, richtig. Und Trotzki hat sich auch geweigert zu unterschreiben, wurde aber überstimmt und die Stelle habe ich auch nochmal ausgewählt. Für das Best-of. Dann haben die Deutschen, wir hatten ja schon mal diesen Schweinemord und jetzt gibt es noch was anderes, den Spatzmord. Das ist ungelogen, es ist ein Traum, es gibt ein Kopfgeld auf Spatzen, weil Spatzen werden als unnützige Futterverwerter erkannt und da hat sich irgendeine Regierungsstelle beschlossen, dagegen was zu tun mit diesem sehr wichtigen Prio-Thema und es werden Spatzen sozusagen erschossen werden. Wir stellen die berechtigte Frage, wie erschießt man einen Spatzen? Du hast eine traumhafte Antwort, die folgt gleich im Best-of, Steffen. Dirk, du hast ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, was ich gesagt habe, aber gut. Sagen wir es extra nicht. Dann ist das ja das große Thema im Weltkrieg. Im Frühjahr 1918 ist die Frühjahrsoffensive, auch Kaiserschlacht genannt, wo die Deutschen sagen, okay, wir haben jetzt Truppen an der Ostfront frei. Da müssen immer noch 1 Million Soldaten bleiben, weil da immer noch Krieg geführt wird. Wir haben jetzt Bürgerkrieg und da ist immer noch nicht Frieden. Aber wie die jungen, dynamischen Soldaten und die schweren Gerätschaften könnten den Westen. Wir haben jetzt ein bisschen Überhang und die Amerikaner werden immer stärker. Wir setzen alles auf einer Karte. Das wussten die auch. Bevor die Amerikaner nennenswert an der Zahl eintreffen, machen wir eine Offensive, entscheiden diesen Krieg. Wir haben auch viele neue Taktiken uns ausgedacht, um diesen Graben zu sozusagen überschreiten, Stichwort Sturmtruppentaktik zum Beispiel, die werden angewandt, es werden massive Durchbrüche erzielt, die Deutschen rücken auf Paris vor und Paris bricht auch die Panik auf. Wir berichten das teilweise auf Kassette, weil der Luis hat ich habe einen Kassettenspleen entwickelt, wo mir Steffen die Möglichkeit gibt, diesen auszuleben. Da sind auch wieder 50% der Belegschaft mit sehr glücklich. Ja, also wenn man mit Luis zusammenarbeitet, sind irgendwie immer 50% des Teams glücklich. Ich hoffe, du hast recht, das zieht sich so durch. Ja. Und da habe ich auch ein paar Teile mit eingeschnitten, um halt der Kassettenerfahrung auch hier mit reinzubringen. Ich weiß, alle freuen sich. Das war ein Traum. Ja, auch alle Hörer freuen sich. Der Arbeitsaufwand hat sich nur minimal erhöht. Ja, aber ich habe wenig versucht, dass ich den habe. Ne? Ja, verstanden. Ne? Allein das dann nachträglich von der Kassette immer nochmal zu digitalisieren. Es geht halt an Kassettengeschwindigkeit. Das war super. Ein Traum. Ja, dann berichten wir von der Sixtus-Affäre, wo Österreich-Ungarn aufhört, politisch selbstständig agieren zu können, weil der Kaiser sich politisch total, wie nennt man das, diskompromittiert
also da wollte ich gerade so ein schlaues Wort verwenden, was ich nicht aussprechen kann. Jedenfalls, der Kaiser bietet ohne Abstimmung mit seinen Verbündeten Elsass-Lothringen an Frankreich und nennt das sogar Ansprüche, die zu Recht bestehen würden, was sie in Deutschland überhaupt nicht witzig finden und was jeder, der so ein bisschen Verstand hat, als eine extrem blöde Maßnahme erkannt. Und danach müssen die Österreicher kuschen. Du vergleichst Österreich-Ungarn mit so einem treu blickenden Hund, mit dem man machen kann, was man will. Die Stelle habe ich drin. Dann stirbt der rote Baron Manfred von Richthofen. Auch die Stelle haben wir. Wir berichten, Zitat Harry Kraft-Kessler, über eine sehr deutsche Figur, aber keine schöne. Herrlich. Das klingt wieder nach Harry. Herrlich, herrlich, herrlich. Damit ist natürlich gemeint, der Staatssekretär des Äußeren im modernen Sprachgebrauch, der nicht von vor 100 Jahren ist, wäre das der Außenminister Kühlmann. Der ist fertig, der wird abgesetzt, weil er gesagt hat, fand ich auch interessant, dass mit militärischen Mitteln dieser Krieg nicht mehr gewonnen werden kann, womit er zwar recht hat, nur mit der Wahrheit macht man sich nicht beliebt. Und außerdem war das an der Stelle vielleicht nicht ganz so schlau, weil man sich ja Trumpfkarten aus der Hand gibt. Weil wenn das so ist, dann macht es ja gar keinen Sinn, Frieden zu schließen. Man muss ja einfach nur warten, bis die Deutschen verlieren. Dann berichten wir über Tschechen, die in Sibirien marodieren, über Zarengold, über meine Reise nach Verdun. Auch da waren nur 50% der Belegschaft glücklich, weil ich habe bei meinem Fräulein bei einem Paris-Urlaub den Antrag eingereicht, für 2 Tage nach Verdun fahren zu dürfen. Er wurde auch genehmigt. Mit Fräulein, er wurde auch genehmigt. Ja, also ich fand es eine sehr schöne Reise, aber wie soll ich sagen, also ich habe das natürlich voraus alles selber organisiert und versucht möglichst viel dann mit diversen Weinen und alles da Wohlstimmung zu erzeugen. Ich wurde auch in Verdun, das haben wir aber nicht eingeschnitten, wurde ich aber auch für, das fand ich ganz gut, saß ich in der Bar und dann hat einer geschrien, Le Profil, weil der hat nämlich gerade Liverpool im Champions League Finale gespielt und der hat mich für Jürgen Klopp gehalten. Sieht halt nicht ganz so aus wie er, aber es war ein Bier umsonst und in Frankreich ist es ein 6-Euro Bier umsonst, weil es immer teuer alles. Gut, also dafür würde ich auch sagen, ja, ich bin Jürgen Klopp. Und das war's auch schon. Das war die frühe Staffel von 1918. Ja, ihr habt die Ehre, dabei zu sein, wenn ein Geschichtspodcast über seine eigene Geschichte podcastet. Dieses Best of folgt jetzt. Viewer discretion is advised. Previously on 400. Ich sprach heute Nachmittag einen Verwundeten vom Franz-Regiment, der 16 Monate draußen war, zweimal verwundet und am Chemie-Damm sich mit 20 Kameraden aus französischer Umzingelung durchgeschlagen hat. Er sagte mir mit einem bösen Blick in den Augen, er ginge nicht wieder hinaus, er habe seinem Feldwebel bestimmt erklärt, er ginge nicht mehr hinaus. Hier säße jedes Mal, wenn er verwundet nach Hause käme, dasselbe Ausbildungspersonal. Jetzt könnten die einmal hinausgehen. Er bedauere nur eins, dass er nicht in der Gefangenschaft bei den Franzosen geblieben sei. Das ist der Geist, der hinter dem Streik steckt. Dumpf, aber mächtig und wachsend. Die 300 Kriegsbeschädigten, die neulich ihre eisernen Kreuze zurückschickten, besaßen ihn. Man kann ihn auch nicht mit Maschinengewehren ausrotten. Okay, das heißt, Zitat hast du rausgesucht, um generell so die Stimmung auch zu zeigen. Genau, das trifft nicht nur auf die Deutschen zu, sondern auch auf die Bevölkerung der Entente. Kriegsmüdigkeit greift um sich. Die Leute wollen Frieden um jeden Preis und das trifft auf jede Nation zu. Die russische Delegation hat auch ganz klar gemacht, dass sie diesen Frieden nur unter großem Protest unterschreibt und Trotzki hat nicht unterschrieben. Er ist ferngeblieben und gesagt, ihr unterschreibt das gerade gegen meinen Willen. Ich bin dagegen. Ja. Er wurde überstimmt von seiner eigenen Partei. Und diesen Frieden ist ein Gewaltfrieden. Ne? Ja. Batzen essen zu viel Futter weg. Und was macht man? Logischerweise, es gibt ein Kopfgeld auf Spatzen. Ja. Also mit Kanonenkugeln auf Spatzen schießen ist jetzt erlaubt. Ja. Sehr gut. Man kriegt sogar noch ein. Man ein kriegt Kopfgeld. Sogar noch ein Kopfgeld dafür. Auf Spatzen. Also wer Spatzen erschießt, wie erschießt man einen Spatz? Ich meine, da bleibt ja nichts übrig. Ganz schön kleiner Vogel. Also du hältst die richtige Seite der Kanone auf den Spatz, drückst ab. Ja, ich glaube, da bleibt auch nicht so viel vom Spatz übrig, aber
Vielleicht. Aber vielleicht ist es ein Argument für Katzenbesitzer, dass die Katzen überleben können. Nach dem Motto, sie bringen wenigstens die Spatzen um. Ja, das kann sein. Tja. Also Spatzen hatten das vor 100 Jahren nicht leicht. Und dann haben wir noch die größte Neuigkeit von dieser Folge, wobei wir die Details in die nächste Folge verlagern werden. Und zwar am 21.03. begann die entscheidende militärische Aktion für dieses Jahr. Und zwar die Frühjahrsoffensive. Die Frühjahrsoffensive der Mittelmächte. Ach ja, der Mittelmächte, müsste man noch dazu sagen. Es ist ja jetzt so, das haben wir ja Ich wollte hier nochmal ein bisschen Stille eintreten lassen, weil ich habe mir sehr viel mit diesem Buch, diesem Podcast gestaltet und vielen, vielen Dank, Steffen, dass du uns diese Schicksale näher gebracht hast. Also ich glaube, dieses Buch ist eines der Bücher in meinem Leben, die mich am meisten geprägt haben. Das kann ich jetzt schon sagen, obwohl ich habe mich jetzt ein Jahr lang damit beschäftigt. Ja. Das ist ein erstaunlich gutes Buch und man lernt nochmal eine komplett neue Sicht auf diesen Ersten Weltkrieg. Man hat Geschichten gelesen, die man nicht hätte lesen wollen, aber die gelesen werden müssen. Es ist wirklich, man lernt viel, es ist aber trotzdem nicht langweilig. Und man entwickelt eine persönliche Bindung zu diesen Menschen. Ja. Und wie gesagt, danke Steffen, dass du das aus England mitgebracht hast. Wir werden es auch verlinken. Und bei Bedarf kann man es sich ausleihen oder kaufen. Und das war eine sehr schöne Reise mit diesem Buch. Und mal gucken, was jetzt noch kommt. Danke, Steffen. Ja, ich werde gucken, was ich in meinem nächsten Totholz denn. Literaturnobelpreis gekommen? Nein. Ja, den Chemie. Chemie, ja. Ja, ich Chemie. Dachte, bin mir grade, ich dachte Übrigens, grade. Steffen, wir nehmen auf Kassette auf. Wir können zurückspulen. Ja. Ich möchte nochmal betonen, es war nicht meine Idee. Wir können zurückspulen. Aber dann müssen wir auch wieder vor. Ist egal. Chemie-Nobelpreis. Chemie. Da würde ich sagen, kommen wir zum Totholzteil. Genau. Da ist nur die Frage, Steffen, ob wir jetzt auf der Seite weiter aufnehmen oder die Seite wechseln. Du bist der Master of Tape, der Tape Master. Ich werde die richtige Entscheidung hoffentlich vornehmen. Gut, wenn nicht, liebe Zeitreisende, dann war es das jetzt mit 400. Wenn Luis die richtige Entscheidung trifft, dann wird es jetzt wohl weitergehen. Franz Josef war der Kaiser, der verheiratet war mit Sissi. Und Sissi. Der ist halt nach 65 Jahren als Herrscher gestorben. Weit über 80. Ja, ich glaube im November 16, wenn ich mich richtig erinnere, ist er, glaube ich, gestorben. Ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, aber doch genau so. Und der Nachfolger ist der Karl. Und der hat geschrieben, unter Anwendung meines ganz persönlichen Einflusses bei meinen Verbündeten unterstütze ich die gerechten Rückforderungsansprüche Frankreich in Bezug auf Elsass-Lothringen. Das ist ein starkes Stück, so einfach unabgestimmt mit dem Deutschen Reich, das einfach zu schreiben. Gespielt haben. Ja, ich kann es verstehen aus deutscher Sicht. Die nimmt jetzt keiner mehr ernst auf Deutsch mit dem Ding. Ne? Also ich hab auch noch hier, es gab eine Depesche. Kaiser Karl an Kaiser Wilhelm, ich zitiere Harry Graf Kessler. Kaiser Karl sandte an den deutschen Kaiser folgende Depesche. Die Anschuldigungen des französischen Präsidenten gegen mich sind so niedrig, dass ich nicht gesonnen bin, mit Frankreich über die Angelegenheit ferner zu diskutieren. Unsere weitere Antwort sind meine Kanonen im Westen, in treuer Freundschaft Karl. Und alle wissen, dass er lügt. Okay, ja, also da kann man richtig raushören. Entschuldige mir jetzt den Ausdruck. Also der hält den Hintern gerade hin. Absolut. Und und das heißt halt jetzt ab sofort, wenn sie nett sind, dürfen sie weiter im Buttelkasten mitspielen, aber nur, wenn sie nett sind. Gut, ein Hund, der seinen Kopf duckt und lieb nach oben guckt. Und er schreibt dazu, wenn das wäre, wenn das alles so stimmt, dann ist der Kaiser Karl so diskreditiert, dass er politisch auf absehbare Zeit ausgeschaltet wäre. Er muss froh sein, wenn unser Kaiser ihn überhaupt noch empfängt. An der Front und bei Ludendorff wird die Wut gegen die Stiefel,
die uns wieder in den Rücken fallen, unermesslich sein. Österreich verliert damit seinen Rest an Selbstständigkeit. Ja. Also absolutes Chaos. Ja, sie haben auch, sie führen auch einen Großteil des Zarengoldes mit sich, also des Staatsschatzes aus Russland, der ihnen auch in den Wirren in die Hände gekommen ist, der übrigens dann über Umwege in Japan endet. Ich habe auch nochmal weiter recherchiert. Das ist auch so, dass es in Russland Bestrebungen gibt, Japan zu verklagen, weil das sehr, sehr, sehr viel Gold war. Irgendwie großen Ordnung von 50 Milliarden Dollar, die irgendwie aus Japan jetzt wieder haben wollen, im modernen Russland unter Putin, weil damals dieses Zarengold nach Japan gegangen ist, weil das ist dann über diese Region nach Japan gegangen. Ja. Das klingt so ein bisschen so nach der 27. Mai bis 6. Juni, auch Harry Graf Kessler erwähnt das in sein Tagebuch. Und hier kommt man genau in der Zeit von vor 100 Jahren bis zu 92 Kilometer an Paris ran. Und hier sind auch wieder 29 deutsche Divisionen beteiligt. Wie gesagt, an der davor waren es über 70. Und jede Division, das sind fünfstellige Mannstärken. Also was da bewegt wird, ist sehr, sehr groß. Und das ist jetzt... Also der deutschen Führung ist auch ganz klar, das ist es. Ja. Alles oder nichts. Und das wird auch Kaiserschlacht genannt, weil der Kaiser ist nominal der Oberbefehlshaber von dieser Schlacht und auch der Kronprinz ist an führender Stelle involviert. Mhm. Und das zeigt halt auch, wie wichtig das ist, weil der Kaiser darf eine Schlacht eigentlich nicht verlieren, weil er symbolisiert ja dieses Deutsche Reich und hält das zusammen, genau wie der Kaiser das Österreich-Ungarn zusammenhält. Und wenn sie den auch positionieren, wissen alle Beteiligten, hier geht's jetzt ums Endspiel. Hier geht's ums Ganze. Mhm. Übrigens, die Pariser Bevölkerung, die kommt jetzt schon in Panik, denn so weit dran ist das Deutsche. Wo war denn der Louis? Der Louis, der war in Verdun. Also der war in Frankreich in Urlaub und hat beim Fräulein den Antrag eingereicht, für 2 Tage nach Verdun fahren zu können. Ja, sehr romantisch. Und er ist durchgegangen, war haarig, hat aber funktioniert. Ja. Und da sind wir nach Verdun gefahren. Schlauerweise hatten wir keinen Mietwagen, weil jemand einen Führerschein vergessen hat. Vor einem Moment... der sich am meisten für mich eingeprägt hat, und zwar, es gab eine geführte Gruppe von deutschen Rentnern und die Führerin hat alle gewarnt und sie sagt, sie simuliert jetzt mal einen Granateinschlag und dann hat sie eine Metallplatte in den Bunker fallen lassen und dann meinte die Führerin, so hat sich das angehört, wenn eine Granate einschlägt. Ergänzung, davon gab es mehrere hundert am Tag und sogar noch mehr zu Spitzenzeiten. Hier ganz klare Warnung. Das ist sehr laut. Bitte passt auf eure Ohren auf. Wir wollen, dass unsere Hörer ihre Ohren behalten. Notfalls nimmt die Kopfhörer kurz raus oder macht eure Lautstärkeleiter leise. Ich warne nochmal. In 7 Sekunden geht es los. Lautstärke leise machen. Vorsichtig sein, gerade wer empfindliche Ohren hat. Jetzt kommt meine Aufnahme aus dem Fort Douaumont. Hallo, ich zähle bis 3. 1, 2, 3, 4.